Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Sim World. Wir sind auf der West Somerset Railway unterwegs und unsere Aufgabe ist die folgende, dass wir hier unseren Zug erstmal aufs Abstellgleis bringen müssen. Dann kommt von da hinten eine 8F mit Kohlewagen, wird dann hier stehen bleiben, die müssen wir dann kurz übernehmen, müssen hier ein bisschen rangieren, mit der hier an die Kohlewagen wieder ran und dann wegbringen. Denn momentan ist eine Dieselgala, aber es soll jetzt dann quasi wieder mit Dampf gefahren werden und Kohle geht aus und wir bringen die halt. Okay, das erste, was wir hier mal machen, ist die Weiche da hinten überprüfen. Das passt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein ins gute Stück hier. So, die Türen kann ich nicht eh gleich offen lassen, weil wir werden immer wieder aussteigen. Südli. Rückwärts und einmal lösen bitte. Ich glaube. Na, Lisch lassen wir jetzt mal kurz aus. Okay, dann einmal retour bitte. Ich werde das jetzt mal versuchen, realistisch zu machen. Sprich, ich nutze jetzt nicht die Außenkamera. Sudeli. Können wir schon wieder anhalten. Einmal Ruder hier. So, dann geht's hier rein. Wir schauen mal da vorne aus. Das ist falsch. So. Und dann geht's rein hier. Komm, lass mich rein. Dankeschön. Südli, vorwärts, dankeschön. Haben sie gelöst. Ich finde es auch interessant, dass hier bei der Abstellung da hinten diese Signale stehen. Ich meine, hier vorne wird es irgendwie mehr Sinn machen, aber ist wie es ist. So, jetzt reicht. Kann man das eigentlich noch ein bisschen weiter noch? So, abgesperrt. Du bist gelöst. Ich mach mal aus. Hauptschalter aus hier. Ja, nicht Hauptschalter. Ne, ich möchte runter. Dankeschön. So, dich einmal gerade. Die Dampflok muss dann hier rein. Und dann setzen wir uns mal bei der anderen Seite rein. So, komm, rauf hier. Dankeschön. So, Hauptgriff ein. Vorwärts, dankeschön. Habe ich jetzt hinten auf Notfall oder neutral aus? Was bist du? Ja, war auf Notfall. So, jetzt aber. Na komm. Stückchen noch. Wunderbar. Los geht's. Ich muss schon sagen, das ist wirklich kreativ gemacht, dass da der KI-Zug endet und dann tut man den einfach übernehmen. Man nimmt dann einfach die Wagen mit. Schlau gemacht. Mir war gar nicht klar, dass das so geht.
So. Wunderbar. Dann gehen wir hier mal auf aus. Das lassen wir erstmal so drin. Machen hier mal die Tür auf. Schaut's aus, man. Ja, knapp, ne? Ah, ich würde sagen, ich fahre noch mal ein bisschen Richtung Prellburg. Komm. Lass mich rauf. Hallo. Dankeschön. Nur zur Sicherheit. So, jetzt müsste es aber gut sein. Und aus hier. Rückbremse ist angezogen. Ja, das schaut schon besser aus. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch warten, bis hier die Dampflok kommt. Und dann wird der Plan sein, dass wir die inklusive Wagen da nach hinten fahren. Hier die Wagen abkuppeln. Dampflok dann da rein. Bis irgendwie ganz nach vorne. Bis zum Anschlag. Und wir dann mit der Diesellok hinterher. Und dann können wir hier wieder ankuppeln an die Formation. So von den Weichen. Ja, ich würde sagen, wir fahren die Dampflok. Ich glaube, wir fahren sie bis an das Signal ran. Oder wir fahren drüber. Aber eben. Und ich habe schon probiert beim Testen, ob ich es aufkriege, indem ich anfrage. Aber das war nicht so. Ja, ich glaube, wir fahren mit der Dampflok einfach durch. Ich erinnere mal, dass das hier nicht geht. Was eigentlich nicht vorgesehen ist vom Editor, dass wir das machen, was wir jetzt dann gleich machen. Theoretisch könnten wir auch da reinfahren und hier beim Schuppen abstellen, wenn wir dann wollen. Ah ne, wir sind faul, wir fahren einfach gerade hier rein. Müssen ja dann eh noch ein Stückchen fahren. So. Über den Zaun komme ich nicht, leider. Oben, lauf schneller. Na, nicht auf dem Weg. Braucht ein paar Minuten. Haben wir denn irgendwelche West Somerset. Sonst nur irgendwas hier? Können wir da was machen? Ja. Löscheimer, Passes and Left Luggage. Sind unscharf. Hier noch irgendwas? Was ist das hier? Ah, okay, Milchkann. Ja, wer es braucht. Mensch, das ist aber nicht barrierefrei hier. Na, höchstens so rüber. Gut. Ja, ich würde sagen, liebe Leute, wir machen da mal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns wieder, wenn die Dampflok da ist. Also, bis gleich. Und so schnell geht's. Die Dampflok ist da. Ich hätte gedacht, das dauert ein bisschen länger. Jetzt echt nur für eine Minute oder so die Aufnahme passiert. Sehr gut. Aber eigentlich könnt ihr gerade weiterfahren. Just saying. Ja, wobei, wenn man sagt, okay, man macht Dieselgala und da ist jetzt irgendwie viel los. Das ist irgendwie doof, wenn er da hier stört. Und Thema Dieselgala, Dieselkohle zu. Ja, toll, die ungebremsten Wagen. Das wird spaßig. Ich finde das ja mit der Bremse hier richtig gut, wo du einfach den Hebel hier nach unten machst und dann die Bremseinstellung vorstellst. Sedele, Tür auf. So, da. Ja, ich möchte das jetzt übernehmen. Oh, Richtungswender nach hinten. Nicht losfahren. Schön sachte. Guck mal, ist das. Den kann man ja zumachen, die ist ja gerade gefahren.
gut, jetzt reicht. So, ich würde sagen, anhalten. Und einmal so rum. Hä? Kann ich nicht. Ah, jetzt. Südli, die da vorne auch noch. Sehr gut. Ja, ist ja gut für den kurzen Moment da. Und einmal nach vorne. Ach so, Moment einmal. Das Wichtigste vergessen. Wobei zuerst mal. Hallo? Vollständig angelegt, mal bei 2 würde ich sagen. Damit die hier keinen Abflug machen. Sehr gut. Jetzt können wir lösen. Ja, würde sagen, bis zum Prellburg und gut ist. Kann der nächste Lokführer hier übernehmen. Und wir gehen davon aus, das ist jetzt nicht rot. Wunderbar. Warte mal, der ganze Zeit schon zu. Geschlossen. Das Ding bewegt sich jetzt nirgendwo mehr hin. Sauberkeitshalber könnte man noch das hier machen. Handbremse geht ja nicht. Gut. Für uns erstmal erledigt. Nice. Ich weiß nicht, solche Sachen machen irgendwie Spaß. Das hätte ich gerne öfter. Södle, du wieder hier rum. Dankeschön. Hey, wer bist denn du? Ich hab mich gar nicht eingeladen. Was soll denn das? Hier rauf, dankeschön. Yes, möchte ich übernehmen. Du wieder ein. Hätte gerne rückwärts. Ja, alles nur so, wie es gelassen hat. Komm. Sehr gut. Habe ich dich angemacht? Ist auf der anderen Seite auch so an? Nö. Habe ich mir das versehen angemacht. Aber kein Licht aus. Aus. Sollte eigentlich gar nicht leuchten. Interessant. Komm, los mit dir. Ich will da heute noch ankommen.
So, bloß nicht zu schnell ran. Wenn wir das jetzt nicht versauen. Kleinen Schubser noch. Okay, das müsste reichen. Kuppeln. Ja, das muss so, dass es da durchgeht. Alles klar. Handbremse kannst du mal wieder lösen. Dankeschön. Perfekt. Und wenn wir den Führerstand hier mal dicht machen. Wir gehen. Nein, nicht auf Notfall. Jetzt kann noch eins weiter. Achso, warte mal. Ich vermute, ich stehe neutral aus. Abgriff aus. Einmal so. Und fertig. Und da hier. Södeli, Södeli. So, dann. Einmal so, einmal so. Ja, drück ja schon. Einmal ein, einmal nach vorne, bitte, dankeschön. Du kannst dich lösen. Und dann hätte ich gern Spitzensignale ein. Kennlicht weiß, Kennlicht weiß. Gehen schon mal auf die erste Stufe und hier werden wir ebenfalls auf weiß gehen. Und dann sieht es doch gut aus. Das ist da hinten, ist immer noch an. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Schmackes. Sehr gut. Nein! Oh, ich bin so ein Idiot. Ja, da habe ich eine Kleinigkeit übersehen. Ja, da war das Wetter, wird sich jetzt ein ablachen. Okay, wieder zurück. Ja, Gott sei Dank haben wir jetzt kein Publikum. Das wäre peinlich. Also, stimmt ja eigentlich nicht. Ich hab ja Publikum. Mach mich durch. Dankeschön. So, jetzt. Jetzt kann ja fast nichts mehr schief gehen. Sagt er und ist dann später entgleist. Oh, lösen, danke. Also für das, dass es nur die Lokbremse ist, brauchte ich schon einen kleinen Moment. Wir könnten eigentlich das noch machen. Sieht nur geil aus mit dem Rot. 25, beziehungsweise später nochmal kurz 10. Bestimmt wegen einem Bahnübergang. Ja, die sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Mal ein Foto machen. So, ciao da Vlog. Viel Spaß noch. Weil das wieder die Dampfgala. Ah, dieses Ventil. Oh, da würde ich mal sagen, fahren wir mal ohne Einblendung.
So, das passt erstmal von der Geschwindigkeit. Ein klein Tick zu schnell. Die drücken jetzt ein bisschen von hinten. Oh, und keiner da hinten mitfährt. Schade. Das Blöde ist, dass hier die Geschwindigkeiten nicht vorangekündigt werden. Da kommt dann einfach nur die... Oh, scheiße. Wo wäre es jetzt? Ja, da rauschen wir jetzt mal ein bisschen zu schnell drüber. Ach nee, ab hier ist es erst. Wir sind trotzdem zu schnell. Ich bin voll in der Bremse, mehr geht nicht. Ob es jetzt schlau gewesen wäre, wenn ich bei ein oder zwei Wagen die Bremse angelegt hätte. Wir haben ja eh noch mal einen Halt. Ich glaube... Das wird jetzt mal faken und macht das schnell mit der Außenkamera. Tu mal schnell faken und mach das mit der Außenkamera. Dann mal schnell das HUD wieder anmachen. Bist du jetzt 29%? So, machen wir das bei den ersten drei. Ungefähr so. Haben wir die ersten drei angelegt. Ich glaube, 2 oder 3 Kilometer sind es. Ja, 1,8. Ja, ich glaube, ich bin ein ganz klein wenig schneller. Oder? Ich will mal beobachten. Ab 30 bremse ich dann wieder. Oh, 20. Ja, bremse mal mit. Foto machen. Dankeschön. Ah, ist das schon eine schöne Gegend hier. Also irgendwann mal werde ich mal West Somerset hier mal besuchen und mit dem mal hier fahren. Ist, glaube ich, eine der längsten Heritage Railways in England. Meinte ich mal irgendwo gelesen zu haben. Noch zu schnell. Watch it! Ja, liebe Leute, ich nehme keine mit. Ja, es sind aber viele Leute hier.
Oh Scheiße, 10 km/h, Wistel. So, passt alles hier? Ja, können wir wieder auf 20. Sind ja eh schon drauf. Nur 1000. Du schaffst es. Jetzt nur mal so aus dem Logischen, ne? Wenn man jetzt da bergab fährt, die Handbremse ist da die ganze Zeit dran. Dann kannst du es ja vermutlich nur für eine bestimmte Zeit lang machen, weil die überhitzen ja doch irgendwann mal. Auf 20. Ich bin überlegen, ob wir beim nächsten Stopp die Handbremse nicht wieder lösen. Ich glaube, da geht es dann halbwegs gerade wieder weiter. Oder ich lasse sie drin. Dauerbremsen oder keine Dauerbremsen? 15! Okay. Schon ein bisschen langsam hier auf der Strecke. Na gut, kann man ein bisschen die Landschaft genießen. Ich war zum Foto machen und Railfading voll super. Wenn du jetzt hier pendeln müsstest, dann ist es ein bisschen doof. Oha, halt, da war das denn. Kommt da was entgegen? Ah, nee, das wird vermutlich für uns ein Halt sein. Doch kein Halt, alles klar. Oder gerade im letzten Drücker geändert. Alles möglich in Chain Symbol. Nur eine Sache passiert nicht, dass das Signal wieder zurücknehmen. Das ist dafür ein Simulator TD2. Also voll super. Wenn man da gerade 500 Meter vom Signal ist und Geschwindigkeit drauf hat. Und auf einmal wird es rot. Kennt bestimmt der ein oder andere. Ach Leute, lasst mich doch mal schneller fahren. Ich nutze es mal zum Foto machen. Ich würde sagen,
Irgendwie so. Nein! Falsche Taste! So. Ja, kann man machen. Ja. Schneller. Dankeschön. Jetzt irgendeine Bremse? Nee. Oder geht es hier wieder ein Stückchen nach oben? Hm, ja, ich kann mir die Handbremse wieder lösen. Südre, der erste Halt. 10 km/h. Andererseits, wenn ich halt immer so bremsen muss, ist halt schon gut, wenn ich da Unterstützung habe. Ja, dann würde ich aber sagen, mache ich wenigstens andere Wagen, damit die sich jetzt mal wieder abkühlen können. Oh, warte mal, ist das dann vielleicht der Trick bei längeren Bergabfahrten, dass man einfach die Wagen durchwechselt? Impliziert halt, dass man halt zwischendrin immer wieder stehen bleibt. Gibt's da bestimmt auf YouTube irgendwie ein Buch oder sowas. So, guten Tag. Bitte nicht einsteigen, außer sie wollen schwarz werden. Wo sind die denn alle her? Zödele. Wir werden da. Das tun wir jetzt mal kurz ändern. Einmal gelöst. Löst. Wie schaut es da streckentechnisch aus? Da glaube ich, geht es ein bisschen nach oben. Was, dann machen wir mal zur Abwechslung. Hier. 2 Wagen auf 50%. Na komm. Ich hab das gerade. 43 und du bist 43. Die zwei letzten. Ausfahrt ist eh auch nicht. Kommt mir da was entgegen? Es sieht ganz so aus. Gut, währenddessen kann man hier noch irgendwas Schönes machen. Vielleicht nicht auf den Gleisen rumlaufen. Secrets. Keine Secrets, außer dass da vermutlich irgendwo Leute spawnen hier hinten. Natürlich nicht, wenn ich hinschaue. Ha! Da schon wieder. Ja, die spawnen hier irgendwo. Ja. Kann man machen. Das ist gerade mein Signal. Nein. Use pure concentrated Cocoa. Okay. Ich habe jetzt ein Golden Shred Marmalade. Ein bisschen schräger aus, das Bild. Leute, der Bahnsteig ist so groß. Holy shit. Auf und los hier. Das ist irgendwie Rush Hour Special. Wir sind da hinten. Ist so eine Dieseltankstelle. Jo. Da kann man nichts machen. Schade. Was machst eigentlich du da unten? Aber gut, haben wir ihn gefunden.
Auf dem Bahnsteig mal irgendetwas. Kann man hier was machen? Nö. Wollt ihr vielleicht ein bisschen Abstand halten? Das würde ich voll super finden. Shredded Suit sold in Cardboard Boxes. Warte jetzt, Leiter. Ich will mal fahren. Was ist... Was denn du da? Ach was, die Dinge muss man aussammeln. Naja, okay. Es wäre irgendwie cool, wenn man da jetzt reingehen könnte und sich das anschauen kann, wie das Stellwerk hier aussieht. Booking Office. Ah, das muss das Geilste sein. Hier irgendwie im Verein sein. Ordensleiter sein. Ja. Würde ich jetzt hier in der Nähe wohnen, würde ich das sofort machen. Okay, nachdem ich nicht weiß, wie lange das jetzt hier noch dauern wird, bis der Zug davon da hinten kommt. Also ich hoffe, es kommt da einer. Würde ich sagen, gibt's für euch schon mal einen kleinen... Gibt's für euch keinen Cut? Denn da ist er. Warum sage ich's, da kommt er schon. Mensch, hätte ich mir beim Rangieren ja eh Zeit lassen können. Das wäre es jetzt, den Zug übernehmen, die Wagen abkoppeln und dann wieder mitnehmen. Servus, Kollege. Warum bist du da vorne so komisch unscharf? So, rein in unsere Bude. Coil Ausfahrt. Ja, einmal lösen. Dankeschön. So, jetzt aber. Also knapp 9,2 Meilen. Kriegen wir hin. Vorne müsste dann irgendwo 25. Ja, Gott, boah. Ja, hat schon was. Oh, nicht so schnell. Gut, dann würde ich sagen, ab jetzt Gas geben. Maximum Schmackes. Das passt. Fällt mir sehr gut, dass gerade ein bisschen bergauf geht. So, Leute, ich muss mal ganz kurz einen Cut machen. Ich bin gleich wieder für euch da. Und schon bin ich wieder da. Weiter geht's mit der Fahrt. Ich
habe mir jetzt gerade im Hintergrund die Wiki-Seite aufgemacht. Und da steht drin, jetzt muss man kurz schauen, 1971 wurde die Strecke stillgelegt und zum Ostern 1976 ging sie dann als Museumsbahn wieder in Betrieb. Und das seit jeher sehr erfolgreich. Mit ihren ganzen Events. Gesamtlänge von der Strecke, zumindest gemäß Wikipedia, ist 36,6 Kilometer. Da kann man als Heritage Railway schon ein bisschen Spaß haben. Was ich noch interessant fand, ist, man kann, oder es hat Stellwerke drin, die man wie abschalten kann. Dann reduzieren sich zwar die Blöcke, wo die Züge fahren können, aber da brauchst du halt weniger Fahrdienstleiter. Nur interessanter Fakt. Habe ich auf der englischen Seite kurz überflogen. Ja, also die vielleicht ein bisschen weniger Leistung. Mal sehen. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht gewesen, dass ich da die Bremsen angelegt habe. Fährt sich gerade sehr gut. Ja, ein bisschen langsamer. Stellung. Mal schauen, was die Geschwindigkeit dazu sagt. Ja, zu langsam. Eine Stufe nach oben. Geht's auch wieder nach oben. Komm, noch ein bisschen mehr Leistung. Nee, auf mit dir. So ein bisschen schade, dass in der Ansicht der weiße Nupsi nicht zu sehen ist. Aber die könnten wir schon im Maschinenraum. Achso, ja. Ich darf hier ja nicht aufstehen, sonst geht die Bremse rein. Das wollen wir ja nicht. Die Blödsinn macht Mechanismus. Andererseits geht es jetzt die ganze Zeit bergauf hier. Ah, wisst ihr was? Ich tu mal. Ich tue mal ein bisschen cheaten. Dankeschön. Es sind Remote Turntable. Kann man mit der Fernsteuerung hoch und runter machen. Allgemein ist ja angenehmes Rollgeräusch hier. Hier werde ich ja vermutlich auch nicht reinkommen. Nö. Ja, dann tun wir mal so, als würden wir hier mitfahren.
Also wenn ich die Chance hätte, würde ich da hinten schon mal mitfahren. Da schaut wie in der Lok. Ist er für dich? Hast du guten Platz? Geiler Ausblick auf den Zug und aufs Gelände. Oh. Na gut, ab wieder zur Lok. So, zumindest sehen wir mal, wieder eine Restriktion daherkommt. Eigentlich hier drin sonst noch irgendwas Interessantes. Nee, nicht, ne? Quick Taming. Oh, ich hab's auf Passenger. Andererseits, es bleibt eh nur die Lok. Und auch. Auch wieder Menschenmassen hier unterwegs. Da ist wenigstens die Gala gut besucht. Ah, da ist noch so eine Laterne. Gerade gesehen. Da wir jetzt einfach so durchfahren dürfen? Ohne langsamer zu werden? Zumindest jetzt kein Schild gesehen. Oh, wie weit ist es noch? 6 Meilen. Nicht kann dauern. Mit seiner Class 20 wäre es eigentlich auch witzig gewesen. Der, muss ich sagen, finde ich den Sound in Chainsaw World gar nicht mal so doof. Der hat was. Vor allem, wenn sie im Doppelpack unterwegs sind. Wir fahren jetzt die ganze Zeit exakt um 125 Meilen pro Stunde. Ach, bin zumindest ein Rail Driver. Es wird ein bisschen cheaten, dass der das anzeigt. Kann ich eigentlich diese Wack Emergency Brake mal auf? Mein Sitz kann ich ja nicht isolieren, dass ich aufstehen kann. Würdest du eigentlich von Vakuum umschalten? Back System Selector. Vakuum. Isolated. Air. Machst du das, während du da in der Ausstellung drin bist? Vermutlich ja, oder? Der hat bestimmt ein Handbuch drin, was ich nicht gelesen habe. Aber nicht hoch und tief. Lass probieren. Naja. Haben wir. Boah, das war ganz schön hügelig, der Bahnübergang. Macht ja besonders viel Spaß als Autofahrer. Lieber auf die Bahn umsteigen. Ist sehr viel schöner. Langsamer, aber schöner. Ah, Maus. Dankeschön. Ich frage mich gerade, ob wir nicht ein bisschen bewusst schneller fahren. Also vielleicht nur so 5 Meilen, 30. Damit wir nicht ganz so hier rumkrebsen. Es fällt doch bestimmt keinen auf, wenn wir da noch ein bisschen schneller fahren. Ah, wisst ihr was, das machen wir. Das war planmäßig 30.
nur so langsam auf die 30 hin. In den Fall, dass ich hier 25 einmal wieder Signal geben. Jetzt sieht gut aus. Ihr kennt doch bestimmt, das ist ein, wie heißt der, George Marshall, glaube ich, den englischen YouTuber, der die ganzen Least Used Stations Videos etc. macht. Der hat das Video rausgebracht, das Hard of Ways, wo er die Strecke wieder abfahrt und versucht alle Stationen zu besuchen. Da gab es auf dieser eingleisigen Dieselstrecke tatsächlich noch unbeschankte Bahnübergänge auf einer Hauptlinie. Da war er sogar selber ein bisschen überrascht. Halt erwarten! Okay. Diesmal wirklich oder nicht? Oh ja. Nein, doch nicht. Hätte ich jetzt nicht bremsen können. Nächste. So, komm, gib Leistung. Oh, mehr Schmack ist, bitte, danke. Ah, jetzt bin ich mit der Dreierkamera so weit hinten. Die schöne dieselhydraulische. Oh, mit zwei Motoren. Da kommt Freude auf. Ich sollte da vielleicht nicht allzu schnell hier reinfahren. Da war jetzt, glaube ich, 20 wäre hier gewesen. Okay, dann sind wir jetzt wieder zu schnell. Ja. Und genau jetzt geht es wieder bergab. Okay, das ist auch mal eine interessante Konstruktion. Kann man machen. I need braking power. So, 24, 25. Dann fahren wir immer 5 Meilen zu schnell. Eine Meile pro Stunde. Wir werden da bestimmt auch ab und zu mal ein bisschen zu schnell fahren. Den alten Dampfloks, die gar kein Tacho haben, wo du es dir selber ausrechnen musst. Gut, heutzutage wird es da vermutlich irgendwie so ein GPS-Tacho irgendwo hinklatschen. Oder halt das Handy nutzen, mit genau dem gleichen. Damit du weißt, wie schnell du bist. Ungefähr. Als Referenz. Wo war das? War das in Japan? Ich glaube, Japan war das. Das ist die S-Bahn-Fahrer, die das sich ja ausrechnen müssen. Also, ja, müssen im Sinne von Vorschrift. Sie müssen es wissen, wie schnell sie fahren, ohne dass sie auf den Tacho gucken. Und
Ich habe schon ein Video gesehen, da ist gerade der Instruktor drin mit dem Lokführer und man fragt er so, ja und, wie schnell fahrst du? Und der Tacho war für ihn abgeklebt. Da glaube ich waren es irgendwie 40 km/h oder was er gesagt hat und das ist auch punktgenau gefahren. Mal schauen, was dieseltechnisch noch kommt. Finde ich eigentlich ganz gut, wenn man ein bisschen Abwechslung hat. So im Fuhrpark, damit man nicht immer das Gleiche sieht. Das ist ein bisschen das Blöde, wenn man sich eine neue Strecke für Trainsymbol kauft. Das ist meistens einfach nur das gleiche Zeugs, was halt da oben rumfährt. Wäre es irgendwie cool. Ich weiß nicht, ob die. Ja, das kann man bestimmt irgendwie umsetzen, dass. Wenn du jetzt, keine Ahnung, für Deutschland eine Strecke kaufst und du hast schon ein paar, dass dann halt in den Szenarios oder im Fahrplan, sagen wir mal so, wenn du dann da fährst, dass du dann irgendwie auch das Rollmaterial automatisch mitnutzt für den anderen Strecken. Wenn es dann soweit passt. Oder dass du es wie aktivieren kannst, jetzt gern das und das und das dann auf der Strecke drauf. Aber die Gütezüge könnte man dann noch ein bisschen unterschiedliche Wagen reinmachen. Ansonsten musst du sie halt händisch machen mit dem Szenarioplaner. Aber der Punkt, dass man hier einfach mal so KI-Züge übernehmen kann und die Sachen mitnehmen kann, das werde ich mal merken. Eventuell werde ich mal in der Richtung nochmal was basteln. Vielleicht irgendwie mal so eine Recovery-Mission. Aber das kannst du dann halt nur in Bahnhöfen machen, wo du halt Handweichen hast. Und die KI da nicht für dich stellt. Sprich, bei Schnellfahrstrecke oder sowas, glaube ich, kannst du das, ja, nee, kannst du vergessen. Wenn du nicht irgendwie da eingreifen kannst in die Weichen. Ich kann mir überlegen, die Niedertalbahn, glaube ich, hat die Handweichen irgendwo. Ah. Muss man nachschauen, ob die das irgendwo hatte. Dann könnte man da in der Hinsicht mal irgendwie so ein Abschleppvideo machen. Oder Lastending. Oder ansonsten mal deutsches Rollmaterial auf einer Amerika-Card. Da hat es zu genügend Handweichen. Keine Ahnung, irgendwie so eine Demofahrt, Überführung. So ähnlich wie sie es mit einem ICE damals gemacht haben. Der ist ja die ganze Zeit abgeschleppt worden bei der Demofahrt. Eigentlich ein faszinierender Gedanke, dass man so ein ICE bei Amtrak rumgefahren ist. Das war noch vor dem Acela Express, wo sie da mal schauen wollten, was nehmen sie denn? Oh, man hätte wieder Leistung geben hier. Die Fahrzeiten streckten sich halt schon extrem bei so einer niedrigen Geschwindigkeit. Schon wieder? Na ja, dann bremse ich doch mal. Short Whistle. Warum? Komisch. Oder macht das wirklich auf den letzten Drücker?
Zu schnell. Bremse hin. Soll das so eine Art Übergang hier sein? Ja, für die Landwirtschaft. Ein inoffizieller. Ja, wobei vielleicht nicht ganz so inoffiziell, wenn wir hier explizit Pfeiftafeln haben. Bin aber auch schon modern unterwegs hier mit Solarfarm. Eigentlich noch recht gut versteckt. Da von außen nicht so gut sieht. Tödle. Da steht der nächste Kandidat. Nicht Dampflok. Bei einer Dieselgala. Oder holst du meine Sachen ab? Nee, die hat Wagen hinten dran. Ah, 10. Vielleicht ein bisschen zu schnell. Guten Tag. Ich wäre dann auch mal da. Oha, vielleicht zweifach. Ja, ein bisschen weiter rollen noch. Oh, jetzt haben wir eine Bremse. Sehr gut. Hätten wir geschafft. Oje, da bin ich mal richtig wild gefahren. Nein. Aber grundsätzlich muss ich sagen, war eine nette Aufgabe. War was anderes. Hoffe, es hat euch aufgefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und wenn ihr ganz wild drauf seid, weil sogar kein Mitglied. Bis dahin, abseits, eine gute Fahrt. Bleibt gesund. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.